Ja, hallo liebe Abonnenten, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Pre-Release-Deckbau-Video. Heute dreht es sich um Sultai, heute wollen wir zusammen ein Sultai-Deck bauen. Zumindest haben wir es vor, aber schauen wir doch mal. Und zwar habe ich, ja, die letzten zwei Videos kamen ganz gut an, die Aufrufzahlen, die schießen da echt in die Höhe, da bin ich echt begeistert davon. Ich bin mal gespannt, wie viele Klicks die Videos nach so ein, zwei Wochen noch erreichen werden. Und ich krieg zwar nicht so viele Kommentare, aber es freut mich auf jeden Fall trotzdem. Und wie gesagt, wenn ihr was anderes draften würdet oder irgendwas anders machen würdet, freue ich mich immer über Kommentare. Und Sultai hat ja die Farben Schwarz, Grün und Blau. Und ich habe nach meinem letzten Video, habe ich dann schon auf den Sultai, auf Sultai Seeded geklickt hier in der Mitte. Und habe es dann gesehen und gedacht, das muss ich jetzt lassen. Wir haben hier zwei Monastery Mentor. Zwei Stück. Und sie sind weiß. Sie sind nicht in den Sultai-Farben. Aber sie sind einfach so stark, dass man sie spielen muss. Weil, wenn wir hier mal ein bisschen runter scrollen, wir sehen hier, wir haben ja auch einige weiße Karten. Wir haben hier den Elite Scale Guard, wir haben Lightform, wo man auf jeden Fall spielen könnte. Wir haben den Dragon Bell Monk hier, Sunblast auf jeden Fall, Sunstep Outcast können wir auf jeden Fall auch spielen. Also wähle ich die Karten hier gerade mal aus. So und, oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wir haben drei Mindscore Dragons, drei Stück. Oh. Oh Gott, was spielen wir denn da? Sea Trinum müsste man eigentlich auch spielen. Dann wären wir auf jeden Fall, aber was haben wir denn in Blau noch? Oh je. Klar, natürlich Sultai. Der Bird Scout, den können wir auf jeden Fall auch spielen. Zwei Jeskai Sage, auch nicht schlecht. Lotus Paths Djinn, auch ganz nett. Treasure Cruise, richtig cool. Whisk Away, auch eine sehr gute Karte, auf jeden Fall auch gut spielbar. Ah, da haben wir den nächsten Rare, der Arcfiend of Depravity. Für 5 Mana. Ob das jetzt so harmonieren würde. Wir haben hier Schwarz, aber. Moment. Wir haben hier einen Sultai Pool aufgemacht und kriegen 2, 4, 6, 18, 11 schwarze Karten nur. Wovon wir den. Der harmoniert nicht mit denen. Ja, Fearsome Awakening, naja, mit den Drachen, okay. Naja, okay. Ja, schwarz ist nicht so. Würde ich jetzt gar nicht spielen an dieser Stelle. Und wir haben noch eine Mythic. Für 4 Mana, der Shaman of the Great Hunt, für 4 Mana 4-2. Jedes Mal, wenn eine Kreatur einem Spieler Schaden macht, kriegt sie einen 1-1-Counter. Top natürlich. Mit dem Prowess und so dann ähnliches muss rein. Und der Flamewake Phoenix muss auch rein. Pyrotechnik können wir auf jeden Fall auch spielen. Und nicht so. Der Bath in Dragonfire auf jeden Fall. Jein. Könnte man spielen. Der Goblin Heal Cutter ist ganz nett. Mardu Scout können wir auch spielen. Smoldering Efreet. Der macht sich eigentlich echt gut mit den. Mit dem Shaman. Gut, nehmen wir es mal rein. Schauen wir mal einfach noch. Jetzt spielen wir hier genau die zwei Farben, die wir nicht spielen sollen. Rot-Weiß. Blau wäre natürlich auch noch sehr gut. Was haben wir denn in Grün? Ja, der ist mit dem. Ich habe gerade den Namen vergessen. Mit dem Shaman natürlich auch sehr nett. Ja, Roar of Challenge natürlich sehr nett. Könnte man auch spielen. Die Grizzlies, ja, naja. Sideboard-Karte. Die Hooting Mandrills könnte man auch spielen. Hand to Beak auch. Naja. Grün überzeugt mich nicht. Spielen wir jetzt Blau. Rot-Weiß. Passt ja gar nicht. Blau-Rot-Weiß.
Wobei, dann könnte man Cunning Strike spielen, wir könnten Warflame spielen. Blau, rot, weiß, dann können wir das Land spielen. Und jetzt noch blau dazu nehmen. Auf jeden Fall die drei Dragons, wenn die im Spieler Schaden machen, dann mildert 4K. Stell dir mal vor, wir haben zwei davon, dann ist im Spiel das Spiel ziemlich schnell vorbei. Ja, den Avon könnte man spielen, den Sage könnte man spielen, den Chin könnte man spielen. Treasure Cruise auf jeden Fall, Whisk Away. Ja, Sea Trino. Wie viel Removal haben wir? Wir haben sehr viele Kreaturen. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Fünf. Ah, fast ein bisschen wenig. Wobei 27 sind schon wieder zu viele Karten sogar. Der Pool ist nicht leicht. Wenn wir Five Color spielen würden, wenn wir jetzt noch Grün mit reinnehmen, könnten wir noch den Temur-Char mit reinnehmen. Wenn wir noch Weiß und Grün, könnten wir noch Sea Trino. Wir könnten auch Five Color spielen. Wäre auch eine Idee. Aber da hätte ich echt Probleme. Da könnte man noch das Ambush spielen. Die ganzen Länder könnte man spielen. Okay, ich glaube, das ist echt richtig schwer. Ja gut, wir haben noch zwei Bouncer, wobei ich einen auf jeden Fall rausnehme. Jetzt haben wir noch ein Land, dann sind wir bei 25. Oh, jo, 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 jo. Nicht leicht, nicht leicht, nicht leicht. Mana-Kurve sieht okay aus. Für Braavos haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Kreaturen. Die Drachen sind natürlich, bilden eine sehr nette Kombination mit dem Shaman noch. Vielleicht. Ah, wir haben hier noch eine Braavos-Kreatur. Wir können hier noch Masse aufbauen, zwei Kreaturen für den Shaman. Ja, ist nicht schlecht. Ich bin schon zufrieden damit mit dem Pool, aber wir müssen hier auf jeden Fall noch zwei Karten cutten. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 weiße. 3, 6, 7, 8, 9 rote Mana-Symbole und 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 blau. Natürlich wird dann blau die Hauptfarbe hier. Ah, wir haben hier noch ein blaues sogar und noch zwei rote. Nehmen wir noch so ein Efreet raus. Wir haben jetzt momentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Kreaturen. Müsste man ausprobieren, ob das funktioniert. Ich meine, da haben wir echt genug Optionen mit diesem Pool, wo man auch Grün und Weiß mit reinnehmen bauen könnte. Lightform natürlich auch ganz nett, aber das geht mit Doppelweiß nicht in dem Pool. Also in diesem Deck, wo ich mir gebaut habe. Ja, Warflare finde ich auch natürlich eine nette Karte in dem Deck. Also sagen wir mal, wir haben wirklich einen Shaman draußen, vielleicht noch die Drachen oder das. Also da gibt es so viele nette Synergien hier in dem Deck. Sobald wir so einen Drache draußen haben, können wir den Flamewake Phoenix auch zurückholen. Das ist schon gut. Vor allem, die kriegen ja dann alle hier Counter mit dem Scale Guard. Kriegen sie ja dann die 1-1 Counter, wodurch dann die Kreaturen vom Gegner nicht blocken können. Also wahnsinnig gut. Richtig cool. Hier können wir dann mit Ferocious noch Karten ziehen. Wow, wäre das ein geiles Deck. Ich bin gerade immer begeisterter von dem Deck. Ja, und Jeskai Sage könnte man noch rausnehmen. Wobei, wie sieht unsere Kurve aus? Ja, ist hoch, ist hoch. So ein Drache, ein Drache. 25 beim Einland, 24. Also muss nur eine Karte raus. Removal dürfen wir auf keinen Fall rausnehmen, weil sonst haben wir nichts mehr.
Das weiß ich noch, ich hatte mal an einem Pre-Release nur ein Removal. Ich bin so untergegangen. Das braucht man unbedingt. Ja, was nimmt man denn da raus? Ja, ihr könnt ja gerne mal kommentieren, was ihr an dieser Stelle hier rausgenommen hättet. Ich hätte so einen Jeskai Sage noch rausgenommen. Gut, nehmen wir auch so einen Jeskai Sage raus. Sind jetzt bei 24 Karten. Das heißt, wir haben jetzt 3, 6 weiße Mana-Symbole. 6, 8, 10, 12, 13 blaue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rote. So, wir brauchen noch 16 Länder. Machen wir auf jeden Fall 7 Inseln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann haben wir noch 5 und 4. Das heißt, wir machen 5 Mountains. Habe ich jetzt 4 oder 5? 4. 5 und noch 1, 2, 3, 4. 4 Ebenen. Dann hätten wir unser Deck zusammen. 40 Karten, passt wunderbar. Gehen wir nochmal durch. 2 Monastery Mentor, unglaublich, haben 3 Mythics. Also, wenn man das mal aufmacht am Pre-Release, Respekt. Wir haben den Skellgar, der super mit dem Shaman of the Great Hunt harmoniert. Dragon Bell Monk. Sandblast, gutes Removal. Sunstep Auto Outcast, das natürlich auch durch den 1-1 Flieger dann mit dem Shaman gut harmonieren kann. Mindscourge Dragon, eine sehr schöne Karte mit dem Flame Wake Phoenix zusammen. Der Avon Surveyor, sorry, wenn ich jetzt falsch ausspreche. Ja, kann man ein bisschen was bouncen. Jeskai Sage auch nicht verkehrt. Lotus Path Djinn auch ganz nett. Treasure Cruise natürlich super top. Gerade am Ende dann zieht man mal für ein blaues Mana vielleicht 3 Karten, wenn man keine Handkarten mehr hat im Late Game und gewinnt dadurch Spiel. Whiskerwain, eine sehr schöne Karte. Auf jeden Fall spielen, wenn ihr blau spielt. Shaman of the Great Hunt. Flamebreak Phoenix auch sehr cool. Pyrotechnik, gutes Removal. Dragonfire auch okay. Heal Cutter, auch eine nette Karte. Smoldering Ephrit, okay, natürlich Masse wegen dem Shaman, dann ist er okay. Cunning Strike und Warflare. Und ein Wind Scarred Crack. So rum, ja. Soweit zu dem Deck. Also, kommt euch vielleicht wirklich davon. Nein, ich drücke nicht zigmal darauf rum, auf diesen Button, dass ich einen neuen Pool bekomme, Vision Pool bekomme. Schau mal einfach mal, was die nächsten Tage kommt. Und ich hoffe natürlich, dass ich am Pre-Release lieber so ein Pull-Off mache und jetzt nicht unbedingt, sondern dass ich mit euch auch mal ein bisschen schweres Deck bauen kann. Ja, hier war es Sultai eigentlich, Sultai Clan, und wir haben hier jetzt ein rot-blau-weißes Deck gebaut. Kurz überlegen müssen. Und ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den MTG-Discount und an Magic-Card-Marken. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin. Ciao!